Hallihallo und herzlich willkommen zu Galilei Mystery Spezial, dem Mystery Team, das wirklich alle mysteriösen Mysterien mysterisch aufklären wird. Ja, heute geht es um das Mysterium Glowstone hinter Wasser, das wir auch letztens in unserem Let's Show Nummer 12 angesprochen haben. Damals hatte ich auch Glowstone hinter Wasser und heute habe ich mir einen super Kandidaten eingeladen, Hodenkrebscreme. Yo, servus, ich bin's, Hodenkrebscreme. Ja, heute habe ich mal ein kleines Spezial dabei für euch, ja, Kiddies. Und zwar Glowstone hinter Wasser. Ist ein kleines Demonstrationssystem hier, was man mit Glowstone hinter Wasser so alles anstellen kann, denn Glowstone hinter Wasser ist ziemlich prägnialisch, extrem cool, vor allem wenn man zweimal Glowstone hinter Wasser hat. Und ja, hier habe ich ein kleines Setup aufgebaut. Wir können hier mal kurz schauen, was es hier so gibt, so Viecher, so Leute, die ich von meinem Heimatplaneten mitgebracht habe. Ich komme hier ursprünglich von dem Planeten Megatron, ja, ganz lustig der Zufall hier. Und die einzige Möglichkeit, diese Viecher von meinem Planeten Megatron zu zerstören, ist Glowstone hinter Wasser. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, wie sich das hier so auswirkt. Glowstone hinter Wasser trifft auf die ganzen Viecher meines Planetens und ihr seht sofort gehen sie down, ja. Also Instant Damage bekommen sie sofort. Ja, da sind sie sofort alle tot, haben keine Chance hier. Und ja, das war eigentlich schon mal so ein Hauptfeature von Glowstone hinter Wasser. Allerdings habe ich natürlich auch noch ein zweites Special Feature heute für euch dabei. Dazu müssen wir eigentlich nur diesen Special Feature Hebel da betätigen. Und schon können wir wieder Glowstone hinter Wasser lossetzen. Glowstone hinter Wasser fließt und ja, da ist es weg, das Wasser, das hinterm Glowstone war. Jetzt können wir nur abwarten und Tee trinken. Es ist unglaublich, diese Spannung hier. Und ja, ihr seht schon kommen, es... Ja, da ist es schon, das Feuerwerk beginnt und wir sind fast oben angekommen und da, Glowstone hinter Wasser zündet eindeutig eine Explosion mit TNT-Folgen. Und ja, unglaublich diese Glowstone hinter Wasser-Geschichte. Ich bin sehr stolz, dies meine eigene Erfindung nennen zu dürfen. Ja, also ich meine, keiner ist mit Sicherheit auf die Idee gekommen, Glowstone hinter Wasser mal zu setzen. Denn sowas Intelligentes kann nur von einem wirklichen... intelligenten Kerl kommen, der mit Galileo Mystery zusammenarbeitet. Ja, vielen Dank auch hier, Hodenkrebscreme, an dich, dass du heute bei uns in der Sendung warst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Galileo Mystery im Einsatz, wenn es galileorische Mysterien mysteriös knacken will und dabei immer bescheuert dasteht. Euer Hodenkrebscreme sagt Servus. Tschaußen.